Boah, ist das scheiße, zuerst Splatoon zu spielen und dann mit der Steuerung bei Mario Kart 8 klarzukommen. Naja, wurscht. Ich begrüße euch herzlich zum nächsten Part von Mario Kart 8 Mondays. Schon wieder eine Woche vorbei und ja, wie war es denn so in der Schule heute mal wieder? Ich nehme es zwar jetzt am Montag auf und wie ihr seht auch den 200 CCM jetzt gerade, weil ich mal wieder ein bisschen 200 CCM üben will. Ja, wieso bei mir am Montag? Und ich weiß, dass am Montag bei mir stressig wird, weil die Projektprüfung bei mir startet im Fach Informatik. Und da muss ich noch ein bisschen lernen, aber nur ganz ein bisschen. Und ja, deswegen will ich auch heute relativ die Folge kurz halten, weil ich dann noch was anderes aufnehmen will und nämlich ein neues Projekt. Und nämlich startet am Freitag ein neues Projekt und nämlich Mario Party 9. Ja, richtig gehört, Mario Party 9. Jetzt fragt euch bestimmt, hey, Pat, wieso nicht Mario Party 10? Das hast du doch bestimmt. Ja, ich habe es zwar, aber ich muss sagen, dass Mario Party 10 noch beschissener ist von NDCube als Mario Party 9. Mario Party 9 geht ja eigentlich noch so, aber der restlichen Teile von denen sind einfach nur bescheuert. Und deswegen will ich, und da es ja eigentlich auch mein erstes Let's Play war, von diesem Kanal, ja, will ich es halt, ja, reloaden. Und ja, dann schauen wir mal, wie es bei euch so ankommt. Hoffentlich sehr gut. Schauen wir mal. Und ja, das war eigentlich die erste Info. Aufnehmen werde ich auch noch heute am Sonntag. Deswegen will ich das hier auch alles knapp halten, damit ich Mario Kart auch gleich rendern kann und gleich weiter aufnehmen kann. Und ja, was war schon mit der ersten Runde? 0 Punkte. Euer Ernst? Seriously? Naja, wurscht. Komm, gib mir die nächste Runde. Gib mir die nächste Runde. Ja, super, Pat. Richtig toll gesagt. Wow, super. Naja, wurscht. Gehen wir gleich zur nächsten Info, nämlich zu einer recht geilen Info. Und nämlich geht es um eine neue Partnerschaft, und nämlich von Gamer Shop for Me und von mir. Wir zwei, ja, eigentlich ich nicht, aber sie verkaufen gerade einen PC. Und nämlich ist die Special daran, dass da mein YouTube-Logo drauf ist, also das LNintendoP-Logo. Finde ich richtig geil. Ich habe es zwar ein bisschen zusammengestellt, die haben es dann kontrolliert und dann auch weit, 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 was ich gesagt habe, verändert. Ich muss auch sagen, ich bin da auch nicht da gut drin. Ich weiß nur, was ich brauche und das habe ich einfach reingeschrieben. Und ja, dann wurde es halt zu LNintendoP's Gaming Maschine, also Maschinen, umbenannt, weil es dann genauso ist, was ich eigentlich, ja, brauche und so. Und ja, könnt ihr gerne kaufen. Nein, wenn ihr es kauft, ich bekomme nichts davon, also kein Geld. Nur, dass ihr nicht jetzt das kaufen wollt, weil ich dann weiß nicht, wie viel Geld bekomme. Nein, Ihr könnt es ruhig kaufen und dann habt ihr einfach ein Special von mir. Sagen wir mal, sehr teures Merchandise. Was ist das? Ja, weil mein Logo drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach so draufgeklebt ist. Falls ja, dann könnt ihr das natürlich dann abmachen und an eure Wand kleben oder so. Aber ja, der PC ist eigentlich recht gut. Gefällt mir so. Der Link zum PC ist in der Beschreibung. Könnt ihr dann kaufen, wenn ihr wollt. Eine kleine Info noch am Rande zum PC und nämlich könnt ihr da noch ein paar Stats ändern. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt einen anderen CPU-Kühler haben wollt oder wenn ihr eine andere Grafikkarte haben wollt, könnt ihr alles noch ändern. Sind zwar nicht so viele noch dabei, also was ihr ändern könnt, aber ein paar gute Änderungen könnt ihr eventuell noch machen. Und ich bin runtergefallen, mal wieder wie immer, wenn ich zu schlecht bin. Du. Fahr jetzt doch, verdammte Kacke. So. Was gibt's denn noch so? Ja, hier.
Ihr habt doch bestimmt gehört, dass Iwata sich ja angeblich entschuldigt hätte wegen der E3, dass die jetzt nicht so war, wie ihr euch es vorgestellt habt. Reggie hat in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass das, was Iwata gesagt hat, es sollte keine Entschuldigung sein, sondern einfach nur dafür ein Anspruch, dass, ja, wir hören euch, danke fürs Zuschauen und wir werden weiterschauen. Also, nur ein kleines Feedback an uns. Ja. Sehr schön. Ne, warte, Iwata oder Miyamoto? Iwata, ja. Und, komm, Sechster werden wir. Sechster. Ja, bin zufrieden. Mit 0 Punkten wieder. Ja. Gibt's eigentlich noch was zu sagen? Ich überlege gerade. Naja. Ich finde keine Info mehr. Mist. Naja, dann machen wir halt noch eine vierte Runde dazu. Damit der Part auch nicht allzu kurz ist, bleibt. Whatever. Wieso habe ich jetzt keinen Boost-Start bekommen? Ich habe doch einiges früher gedrückt als der Tod und der hat einen bekommen. Alter. Uah. Diese Strecke hasse ich aber auch im 200er. Die ist so beschissen, aber auch, ne? Aua. Jetzt habe ich mein Gamepad angehauen. Hier darf ich auch nicht zu viel Stunts machen. Zu viele Stunts machen. Weil sonst kann das auch mein Todesurteil sein. Ja. Also wie gesagt, mehr gibt es eigentlich auch nichts. Also das war eher so eine entspannte Woche. Ah ja. Nihil Umbra ist ja beendet worden. Wie fandet ihr das Let's Play? Wie fandet ihr das Spiel? Hinausgesehen von den ganzen Übersetzungsfehler. Ja, für mich war es eigentlich ein ganz geiles Game. Ah, so. Und ja. So, komm. Ich will noch Erster werden hier. Werde ich aber nicht, weil ich scheiße bin. Blue Shell. Oh, ich könnte noch Erster werden. Nein, das werde ich nicht mehr. Ey, sag mal. Willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Ich war doch gerade so gut. Ich hab's doch gesehen. Ihr habt das doch gesehen, ey. Okay, Sechster. Scheiß drauf. Naja, wurscht. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Obwohl es jetzt heute leider so eine kurze Folge war. Ist auch wurscht. Der Montag ist auch immer so kurz. Naja, hier lang. Und ja. Gut, dann, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Am nächsten Montag halt wieder, nächste Woche. Und ja, dann noch eine schöne Woche euch allen und ciao.